Insat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Sehr großzügig zeigte sich beim letzten Heimspiel dieser Saison die SV Joskurit. 3 Punkte, die den 4. Tabellenplatz bedeutet hätten, wurden in der ersten Halbzeit leichtfertig vergeben. Die letzte Hoffnung in der Pause waren die vielen Perchten, die quasi als Vertreibung der bösen Torsperre bei der Austria zu sehen war. Aber auch das nützte nichts. Es blieb beim 0:2 für die Violetten. Nach dem Spiel analysierte Trainer Paul Kludowatz. Wir hatten in der ersten Halbzeit nicht die Körperspannung, um Tore zu verhindern und auch jene 2 Chancen, die wir unbedingt hätten nützen müssen. Sehr viele bekommt man ja gegen die Austria nicht gemacht. Das war zu wenig Wille dabei, Tore zu verhindern und auch Tore zu erzielen. Entschuldigen muss ich mich beim Publikum, das uns in diesem Jahr so wie immer die Treue gehalten hat über das gesamte Kalenderjahr hindurch und dass wir in den letzten 2 Heimspielen kein Tor erzielen konnten, ärgert mich maßlos. 2 Tore aus dem Spiel heraus, auf jeden Fall. Dass wir die Standards dann plus minus null halten konnten, ist ein anderes Thema. Wickerl Drechsel wusste auch um die Schwachpunkte bei diesem Match. Ich denke, dass wir die große Chance zum Anschlusstreffer gehabt haben, schon in der ersten Halbzeit mit einer Doppelchance, Nuhi und Nacho. Und wenn wir da das Tor machen, dann war es nochmal spannend worden. Aber so sind wir in der zweiten Halbzeit einfach angelaufen und haben aber nicht wirklich zwingende Torchancen gehabt, außer der Stocklaser. Ist die Austria ein so starker Gegner oder war das Glück heute nicht auf Ried Seite? Ich denke, dass wir es einer viel zu leicht gemacht haben. Also die Gegentore waren mit ein bisschen zu wenig Gegenwehr und somit haben die Chance eiskalt ausgenutzt. Und im Nachhinein muss man dann sagen, wir haben trotzdem eine gute Saison gespielt bis jetzt und trotzdem ist bitter, dass wir das letzte Heimspiel mit 0 Punkten beenden. Rieds Fußballpräsident Hans Wilminger zieht Saisonbilanz. Man soll ihn heute nicht auf das eine Spiel Wert legen. Man muss die ganze Herbstsaison anschauen und die war einfach gut. Für unsere Verhältnisse sogar sehr gut. Der gesperrte Stefan Lexer fehlte sichtlich. Im Interview mit Stadionsprecher Dr. Wolfgang Puttinger meinte er, dass in Österreich Gelb eine Modefarbe sei. Ja, der Stefan Lexer war heute zum Zuschauen verurteilt, wegen der 5. gelben Karte. Wie gibt's das in einer Halbzeit, in einer Halbsaison schon 5 gelbe Karten? Ja Gott, da müsst ihr mal die Schiris fragen, weil ich muss sagen, ich habe in meiner Laufbahn in Deutschland in 12 oder 13 Jahren nicht einmal wegen 5 gelbe Karten gefällt. Also sollten sich die Schiris einmal ein bisschen was überlegen da, glaube ich. Ja, wird in Deutschland weniger gelb gezeigt oder bist du damals einfach schneller gewesen? Naja, noch schneller, dann war ich glaube ich in die Leichtathletik gegangen. Also, ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht einmal ein paar Videos anschauen, was man durchgehen lassen kann und was nicht. Damit sind wir bei den Schiedsrichtern. Einer davon suchte sich für sein letztes Spiel Ried als Abschiedsort aus. Konrad Plotz nahm nach 1504 Spielen seinen Hut. Stimmt es? Gerüchteweise heißt es, Sie haben sich das heutige Spiel hier in Ried als Abschiedsspiel gewünscht. Stimmt es? Ja, das stimmt. Also ich bin an die Verantwortlichen von Ried herangetreten und habe gefragt, ob ich das Abschiedsspiel machen kann. Und sie haben sofort zugesagt und dafür möchte ich mich wirklich recht herzlich bedanken beim Präsidenten und beim ganzen Vorstand. Ich glaube, das war einfach wunderbar organisiert. Meine 35 besten Freunde sind da mit und es wird sicher ein Erlebnis bleiben, das was in Erinnerung ist und vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Konrad Platz, warum haben Sie sich Ried als Ihr letztes Spiel gewünscht? Weil ich immer gerne nach Ried gekommen bin und das einfach, sage ich mal, auch von der Vereinsführung her einfach ein sympathischer Verein ist. Und ich habe mich dann entschieden, und vor allem auch von der Entfernung her für meine besten Freunde, dass sie nicht so weit fahren müssen. Für Ried habe ich gefragt und die waren hoch begeistert. Und ich muss nochmal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank an den Obmann und an die Funktionäre, an den Präsidenten und die Funktionäre, dass sie sich sofort bereit erklärt haben, mir das Spiel zu organisieren. 35 Fans und Freunde aus Tirol waren ebenfalls nach Ried gekommen. Was können Sie uns über den Konrad Plautz sagen? Ich sitze mit dem Konrad Plautz im Tiroler Landtag. Ja. Und da verteilen wir ab und zu rote oder gelbe Karten. Nicht? Und das schweißt uns zusammen. Aha. Und ich kenne ihn natürlich schon lange. Ich bin 15 Jahre Nachwuchstrainer in Tirol.
er pfeift ab und zu Benefizspiele, wo ich mit meinem hohen Alter noch ein bisschen den Ball nachlaufe, nicht und fertig. Aber wir sind lang schon Freunde. Ein Kerl, mit dem man Pferde stehen kann? Selbstverständlich. Das kann man fast mit allen Tiroler, bis auf die, was normal in der Politik ganz oben sind. Warum fährt man mit dem Konrad Plautz hier nach Ried, um seinen Abschied von der Bundesliga zu feiern? Ja, gewesen ist das so, ich habe einen Konrad beim Fußballspiel kennengelernt, wo er gepfiffen hat und ich habe gespielt. Wo, in welcher Liga? Tiroler Liga. Ist er schon lange nicht mehr im obersten Spielfeld? Ne? Nein, er hat auch unterklassige Vereine pfeifen. Zufrieden mit ihm? Ja. Top Schiedsrichter. Bei den vielen tollen Erfolgen in dieser Saison muss ein Umkipper drinnen sein. Der oberösterreichische Landessportdirektor Franz Schiefermeier über die Erfolge der Rieder. In Ried stimmt einfach alles, vom Nachwuchs bis zum Profiteam. Ried ist hier sicherlich vorbildlich in jeder Hinsicht und man sieht es alle Jahre wieder. Der Weg aus dem BNZ heraus in die Bundesliga, das ist der Weg, den man beschreiten muss und der letztendlich auch für alle leistbar ist. Dort beginnt es mit viel Herz, mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Und das hat sich auch in dieser Saison wieder gezeigt. Wenn der Landessportdirektor nach Ried kommt, werden dann auch Weihnachtswünsche an ihn gerichtet? Ich glaube, Ried unterstützen wir all die Jahre zu Recht, aus gutem Grund. Und das gilt auch für die Zukunft. In Ried stimmt, wie gesagt, alles. Und hier fühlen wir uns auch wohl. Und ja, so soll es auch weiter sein. Ebenfalls in Ried zu Gast war auch ÖVP-Landesparteisekretär Magister Michael Strugl. Ich hätte den Riedern die Daumen gehalten, aber die Chancen waren da, aber wurden nicht genutzt. Schade. Spielsponsor war die Firma Infodech. Ich begrüße bei mir ganz herzlich den Geschäftsführer, Magister Bernhard Schuster von der Firma Infodech. Herr Magister Schuster, naja, Ihr Tipp ist nicht ganz aufgegangen heute. Sie haben 3-2 getippt. Naja, die 2 Tore sind ja relativ bald gefallen, aber die 3 sind nicht gekommen. Naja, Chancen wären ja genug da gewesen für die 3 Tore, aber naja, leider hat nicht sein sollen. Bleibt nur der Wunsch ans liebe Christkind, am kommenden Wochenende Ried aus Wien mit 1 oder 3 Punkten heimkehren zu lassen. Und noch ein wichtiger Hinweis für alle SV Josko Ried-Fans. Am kommenden Mittwoch, 9. Dezember um 17.30 Uhr, kommen die Rieder Goalgater zum Rieder Adventmarkt auf den Hauptplatz.